Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal in der Küche, weil wir die wichtigen Dinge im Leben besprechen, und zwar Essen. Ich dachte, ich mache mal wieder ein What I Eat in a Day. Genau, und zeige euch, was ich den ganzen Tag so futter. Also richtig cool. Ich mag das ganz gerne. Ich hoffe, ihr auch. Rezepte, sofern es welche gibt, glaube ich, oder Verlinkungen, werde ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung posten. Also schaut dort rein, falls ihr Fragen habt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich mache das so ein bisschen Vlog-Style, denke ich. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bis gleich. Guten Morgen, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Wenn ihr piepsen hört, das ist Lemon und Peaches. Oh mein Gott. Ja, die sehe ich hinterher. Hier. Die hinterher rennen, die spielen ein bisschen. Checken sich gegenseitig ab. Also ich esse immer Müsli, das ist mein selbstgemischtes Müsli. Und dazu am allerliebsten Bananen, die geben mir Power und ich liebe die Süße einfach davon. Und Mandelmilch. So sieht es jetzt aus. Und dann gebe ich immer ganz gerne noch ein bisschen Zimt oder ein bisschen mehr Zimt drauf. So, ja. Was ich auch immer noch esse, sind diese Pflaumen, und zwar zwei Stück. Genau, das ist der Tipp von meinem Papa und er hat mir bisher geholfen. Also die sind halt reich an Antioxidantien. Das stärkt das Immunsystem und ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich weniger oder bis zu gar nicht krank wurde letztes Jahr. Und ich schreibe das dem zu. Und die schmecken außerdem lecker und ich kann die empfehlen. Also die von Farmers Snack, die sind halt schon ohne Stein und frei von Zusatzstoffen etc. Also wirklich einfach nur die pure Pflaume. Schmeckt echt lecker. Davon esse ich zwei Stück und dann esse ich dieses Müsli. Und dazu natürlich noch ein großes Glas Wasser. Okay, ein Snack zwischendurch. Ein Überlebenssnack. Das war diese hier. Dieses Rezept habt ihr auch diese Woche auf meinem Kochkanal, Yummy Pilgrim, also könnt ihr euch das dort anschauen. Ich werde den Link mal in die Videobeschreibung posten. Das sind solche Energy-Eier, so in Eierform extra, so zu Ostern. Und die schmecken so gut, wirklich so, so, so lecker. Die sind super, super köstlich. Vor allem, obwohl beides, ich finde beide sehr gut, aber ich glaube, ich mag Zitrone ein bisschen mehr. Lemon. das schmeckt sowieso wie so ein Zitronenküchlein, so eine Zitronentart oder Zitronencookie, sowas in der Art. Voll, voll lecker. Mm. Total lecker und gibt Energie. Da habe ich ein bisschen Zeit, um uns Mittagessen vorzubereiten, weil ich habe Sauhunger gerade. Aber ich muss jetzt auch noch weiterarbeiten an meinem Kochbuch, wie ihr wisst. Ich schreibe ja immer noch. Mm. Genau. Das steht an. Ich mache jetzt Mittagessen und zwar Spargel. Saison, ne? Und Pellkartoffeln, ganz normal, ihr wisst ja, wie das geht. Aber ich mache hier so ein veganes Omelette, also ein Kichererbsen-Omelette. Das habe ich im Internet gefunden, so ganz viele Rezepte. Und da steht, dass man Tofu benutzen sollte. Habe ich jetzt aber nicht da. Ich lasse es jetzt einfach aus. Ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert. Wir werden es mal ausprobieren. Und dann werde ich halt auch so, ja auch nochmal saisonal Bärlauch reingeben. Oh, ich liebe Bärlauch und habe mich so gefreut, dass ich das gestern gefunden habe. Den werde ich nur ein bisschen klein schneiden. Alles hier rein und dann in der Pfanne ausbacken. Das ist jetzt das Omelette geworden, sieht ganz gut aus. Ich habe auch ein bisschen probiert, schmeckt. Ich hätte noch ein bisschen mehr Salz reinmachen müssen, aber egal, kann man noch nachwürzen. Genau, so esse ich das und hier habe ich noch ein bisschen Margarine, einfach mit Zitronensaft. Bisschen Soße und ein bisschen Salz auch rein. So. Ja. Mhm. Fehlt nur Salz. Sonst ist es echt lecker. Mhm. Es gibt so krustige Teile, die schmecken richtig geil. Aha, Peaches will auch essen. Mein erster Spargel dieses Jahr. So, zum Abendessen gibt es jetzt das hier. Das habe ich nämlich gestern bei DM gekauft, im Angebot, wie ihr seht. Sieht man das? 50 Cent, genau, gab es das jetzt im Angebot. Soja-Gyros ist das, scharf-würzig. So sieht es aus. Das muss man dann einfach hier
in eine Schüssel geben und dann mit heißem Wasser aufgießen. Und es muss dann erstmal quellen, 5 Minuten. Dazu gibt es natürlich wieder, Quinoa-Freak, gibt es natürlich wieder Quinoa. Hier ist es jetzt in der Pfanne, das werde ich jetzt kross anbraten. Ich sehe gerade, es ist etwas sehr viel, aber es ist egal, das tape ich dann auf für morgen oder so weiter. So sieht man es besser, wenn das Licht aus ist. Jetzt sieht es ganz gut aus, so angebraten. Und ich habe auch dann die Zwiebeln schon dazu. Es hat schöne Röstaromen, ist lecker. Ist nur so ein bisschen trocken jetzt. Und es wäre schön, wenn hätte ich eine Joghurtsoße. Aber ich habe natürlich jetzt keine. Deswegen mache ich einfach nur so einen Mini-Salat, so einen Beilagensalat, den ich einfach da drauf mache und ich mische das dann so, weil ich mag das eh so heiß-kalt. Unser improvisiertes Abendessen. Es war eigentlich nicht geplant, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber dann wollte ich unbedingt diese Gyros-Teile ausprobieren und die schmecken ganz gut. Die sind voll gut würzig. Es wäre nur echt geil, noch eine Soße drauf zu haben. Ich überlege, was es noch gibt. Ich habe natürlich den Salat ein bisschen mit dem Dressing, einfach nur Zitronensaft und einen Ticken Olivenöl. Also noch ein bisschen mehr Zitronensaft oder so gebe ich noch drüber, genau. Und dann lasse ich es mir jetzt schmecken. Das war's, das habe ich den ganzen Tag so gegessen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Wenn dem so ist, dann schreibt mir das doch sehr gerne in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen, dann sehe ich, dass es euch gefällt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also abonniert den Kanal, nicht vergessen, und wir sehen uns dann wieder. Tschüss!